Die Hobbykünstlerin Heike Tauche wurde 1966 in Neubeckum in Nordrhein-Westfalen geboren. Schon in früher Kindheit entdeckte sie die Liebe zum Malen. Mit 14 Jahren entstanden die ersten Zeichnungen. Nach der Ausbildung zur Kinderpflegerin fand sie eine Anstellung in einem Ahlener Kindergarten, in dem sie bis heute arbeitet. Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit mit den Kindern liegt im künstlerisch-handwerklichen Bereich. Heike Taucher hat in ihrem Leben einige Schicksalsschläge verarbeiten müssen. Keine dieser Erfahrungen hat ihr jedoch die positive Einstellung und Freude am Leben und ihren Mitmenschen nehmen können. Dies spiegelt sich auch in den Themen, Farben und Motiven ihrer Bilder wider. Das Stillleben, Blumen und Früchte spiegelt mit seiner hellen und leuchtenden Farbe die positive Einstellung zum Leben wider. Früchte und Pflanzen leben. Sie geben uns Nahrung und erhalten uns somit am Leben. Sie sind aber auch Quell der Freude allein durch die Betrachtung. Die warmen Farben Braun und Rot stehen in Harmonie zu den hellen, leuchtenden Farben Orange und Grün. Das Bild wurde in Öl gemalt, was die Leuchtkraft des Bildes unterstreicht. Liebe, ein Werk, was als Geschenk für ihren heutigen Ehemann Matthias Taucher entstanden ist. Die beiden hatten sich in Bad Zwesten beim Tanzen kennengelernt. Danach trennten sich ihre Wege. Sie fuhr zurück nach Aalen in Westfalen und Matthias Taucher nach Kassel. Es folgten mehrere Telefonate. Das erste war gleich 8 Stunden lang. Bei ihrem ersten Besuch in Kassel brachte sie dieses Bild als Geschenk für Matthias mit. Heike Taucher vergleicht die Liebe mit einem Baum. Sie ist gebettet auf eine gemeinsame Basis mit gemeinsamen Wurzeln. Trotzdem gibt man seine Individualität nicht auf. Die Liebenden schauen sich an, zwischen ihnen die Weltkugel. Die Liebe ist eine Kraft, die weltlichen Hindernisse klein erscheinen lassen. Der Kreislauf des Lebens. Am Anfang war die Energie oder das Licht. Dann kam die Verstofflichung der Welt. Am Ende steht wieder Energie. Die Energie oder Gott hat keinen Anfang und kein Ende. Gott ist mit unseren menschlichen Dimensionen nicht zu erklären. Auch die Suche nach dem Sinn ist eine menschliche Dimension. Das Licht als Zentrum gibt uns Kraft. Es folgt der Kreislauf des Lebens und am Ende wie ein Engel wieder zu Energie zu werden. Dominiert wird das Bild durch seine helle Mitte. Das warme Rot und das dunkle Schwarz lassen es noch stärker leuchten. Das Bild kann, wenn man sich darauf einlässt, alle irdischen Dimensionen unwichtig erscheinen. Eine Grundeinstellung von Heike Taucher ist die Liebe zum Leben und zum Licht. Sie liebt die Sonne und die Wärme.